Der Christkindlmarkt ist jedes Jahr wieder ein Touristenmagnet, aber nicht nur ein Touristenmagnet, sondern auch ein gutes Geschäft für die Marktstandler und hier vor allem für die Gastrobetriebe. Und wir haben letztes Jahr schon gezeigt, dass die Vergabe der Stände sehr, sehr intransparent verläuft und über das SPÖ-Freundesnetzwerk auch vergeben wird. Danach hat die SPÖ geschworen, sie wird es heuer besser machen. Wir haben uns das genau angeschaut. Wir haben uns unterschiedliche Stände angesehen und sind auf das Gleiche draufgekommen, nämlich, dass die Stände im SPÖ-Umfeld vergeben werden. Wie funktioniert das? Es gibt den SPÖ-Wirtschaftssprecher, den Herrn Strobel, der ist Vizepräsident der Wirtschaftskammer Wien, und es gibt den Herrn Keskin, der ist der Obmann des Vereins, der hier die Stände vergibt, und auch der ist in der Wirtschaftskammer tätig. Und der Herr Keskin hat 5 Märkte in Wien und vergibt dort die Stände. Und wir haben 27 Gastronomiestände ausfindig gemacht und 11 von 27 gehen an SPÖ-Funktionäre oder Freunde aus der Wirtschaftskammer der SPÖ. Das heißt, wir sehen hier eine Bevorzugung der eigenen Leute, wir sehen eine intransparente Vergabe von Marktständern, und das ist Intransparenz pur, das ist Freundalwirtschaft, und genau diese Freundalwirtschaft in dieser Stadt wollen wir bekämpfen.